war ja dauernd Alarm. Nicht? Das zweite war, abends musste ja verdunkelt werden. Nicht? Wer denn, das sind ja die Hausverwalter oder die, wie sie gehäse haben, die sind ja rum, wer denn nochmal einen Lichtblick. Nicht? Wir haben zum Beispiel, irgendwo habe ich es noch gar nicht erinnert, man hat sogenannte Luftschutzbirnen gegeben. Im Treppenhaus mussten die heute, ist hier immer die Beleuchtung, die waren vollkommen schwarz lackiert und ohne war ein 5-Mark-Stück großes Aussparung, dass gerade das Licht so runtergegangen ist. Das waren Luftschutzbirnen. Nicht? Und wie gesagt, abends musste alles zu sein oder sie durfte kein Licht mehr machen. Das war mal das Erste. Und dann Alarm und nun in der Keller. Nicht? Also dieses Haus ist durch den Luftdruck auf uns draufgeworfen. Und zwar dieses kleine Haus, das graue und das große. Ohne die ganzen Schaufenster waren natürlich eingeschmissen. Nicht? Die Fenster sind halt mit Pappendeckel zugemacht worden und was auch ist. Und da hat mir ja also mal geholfen gekriegt, nicht? Da, wenn Soldaten kommen, aber einfach da alles zugenagelt. Nicht? Ja, wir sind alles zusammengekriegt. Nicht? Da, wenn einer Nebendruck kaputt und ein paar Platzen hat man halt dazugenommen. Es ist ja dann immer enger geworden. Nicht?